Ich habe ein Pre-Intro. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Railroads Online. Sollte in der Zwischenzeit die dritte Folge schon sein? In der heutigen Folge kümmern wir uns darum, vom Sägewerk zum Holzfällerlager zu kommen. Ich hoffe, euch wird die Folge gefallen. Wenn ja, zeigt das mit einem Like, lasst ein Abo da und viel Spaß mit der Folge. Let's go. Das erste Mal vergessen, wir müssen noch irgendwie da oben dran. Also es wird erst einmal unser erstes Projekt sein, da irgendwo Wendeschleifen zum Bauen. Wozu eine Wendeschleife? Wir stellen uns da hinten auf dem Ausweichgleis, was wir ursprünglich gebaut hatten, eine Drehscheibe hin. Da hinten im Eck. Das geht natürlich auch, ist ein bisschen lahm vor. Ja, von mir aus, wenn es meinst, dann machen wir es halt so. Ist erstens einfacher, zweitens schneller mit der Drehscheibe zu wenden. Dann Drehscheibe stellt man den Ball. Was ist das gut. denn? Ja, dann reiß mal den Bumper weg. Ja, bin ich dabei. Reiß generell den ganzen Schmoren weg, brauchen wir eh nicht. Das Ausweichgleis da hinten brauchen wir noch. Gut, weil wir müssen ja den Wagen. Och, Junge. Was war das hier? Ich dachte jetzt schon was. Nein. Dann setzen wir die Drehscheibe halt direkt an die Weiche. Ich weiß nur nicht, ob das so gesund ist normalerweise. Das weiß ich nicht. Aber ja, gut, scheiß drauf. Ich hol mal den Zug rüber. Hier könnte ihre Werbung stehen. Sascha, bleib stehen. Aus. Ich will darüber auf das Gleis. Ja, so nicht. F. Gib mir's F, Digga. Der Funk ist schon einmal gut an. Wir Folge von an mir wie ein Gleis mehr erst einmal direkt. Aber nur der Wagen immerhin. Ey, du könntest den Wagen. Gib mir nicht was, gell? Motte, setz doch den Wagen direkt hier drüben auf das Gleis. Das ist doch einfacher. Ist echt so. Stellst du die vordere Weiche? Ich mach dann Drehscheiben. Ja, sobald du wieder aus dem Ding aus bin, geht die ganze Zeit, weil kommt die ganze Zeit aus dem Start. Da steht. Aus. Ja, ich wollte gerade nur gucken, ob ich da durchkomme oder ob ich gleich wieder meine Lokomotive in den Sand setze. Wie willst du eine Lokomotive in den Sand setzen? Oder halt den Schotter setzt. Das ist doch mir egal, wie es heißt. Komm ran. Motte. Alter, der Richtungswende auf vorwärts gestellt. Motte sabotiert. Geh weg von der Weiche, Motte. Geh weg. Ich sag's dir. Stopp. Ist weit. Alter. Aber warte, Weiche stellen. Was steht denn dem Baum dran? Ja, ich sollte vielleicht wieder ein Stück vorfahren. Jetzt kannst du. Hoffen wir mal, dass der Wagen sich jetzt hier korrigiert. Ja, tut er. Okay. Das ist ein normaler kleiner Bug. Sind Transportfieber können die Züge nicht entgleisen. Wow. Ist ja langweilig.
Gut, fahr rückwärts. Ich stell hinten die Weiche. Aber nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Jetzt. Motte, die war richtig gestellt. Also, während man mir da jetzt mit der Scheißweichen umgeblädelt hat, hätten wir das Ding fünfmal da hinstellen können. Na, du hast ja Scheiße gebaut. Ist die Weiche gestellt fürs Hauptgleis? Yep. Die baue da jetzt trotzdem noch irgendwie eine Wendeschleife hin, ob ihr es wollt oder nicht. Ja, okay, dann Motto und Quatsch, Sascha und ich fahren schon mal vor. Motto, dann mit ich komme mit der Dresine noch. Der was 5000 km/h fährt. Ich hoffe, weil er weit schneller ist. Ich hab nicht mehr noch, was ich die Spülstelle dabei gemacht habe. Dabei gedacht, Adressiert. Was hat die jetzt schon wieder gemacht? Nichts, er hat sich gekriegt, vom Wagen zu fallen. Wow. Danke. XR, warum mögen Sie denn keine Züge? Ich mag Züge. Ja. Ist egal, als ja. Als DF-Movie am Start. Okay, mein Wagen und meine Lokomotive sind Kilometer weit vom Gleis weggeführt. Ich habe ein Pre-Intro. Was ist passiert? Sag nicht, du hast es mit aufgenommen gerade. Ich habe voll drauf gehalten. Warte, eventuell nochmal. Ein Pre-Intro, das ist doch schon nochmal gut down für die Folge. Ich passe nicht die Folge. Ich kann's doch mal machen, glaube ich. Was? Ich merke schon, wenn ich mir später private Folge anschaue, das wird lustig. Du wirst dich schlapp lachen, wenn du das von TXR siehst. Aber ja. Verstehst du eigentlich, Sascha? Ha? Verstehst du eigentlich gerade?
Ups. Alter. Also. Ich glaube, ich hab. Ja. Ich glaube, ich suche mir da dann einfach was raus, was das Pre-Intro geht. Weil ich hab das hier jetzt so ein paar Mal. Ist das geil. Achtung! Helikopter in. Oh Gott, was ist das? Okay, der fällt immer mal um. Man sieht schon, der einzige Profi da arbeitet an die arbeitet momentan an die wichtigen Sachen. Ist ja nicht so, dass Holzanlieferung noch wichtiger ist eigentlich. Für den Dampf. Ihr habt's gerade nur Züge durch die Gegend die. Nein, also sag's nicht. Nein, wir jeden keine Züge. Wir gerade bei Bäume. Das Mariana, jetzt halt Bäume, ist mir wurscht. Du bist auch so ein Baum, du. Bist du schon auf die Baumschule gegangen, gell? Nein, da war ich hier der Einzige. Okay, der war gerade so tief unten, das war also. Sprachen lernen. Der war perfekt für die Folge. Der war schon mehr im intimen Bereich. Der war perfekt für die Folge, von daher. Ja, by the way, das schneiden wir nicht. By the way, das schneiden wir raus. By the way, das bleibt drin, Alter, ich schwör's. Wir sind ein Holzfällerunternehmen. Was erwartest du dann? Solche Sprüche gehören dazu. Ja, gut, guter Punkt. Ich muss raus. Noch habe ich keine Eisenbahnwagen, von daher bist du schon draußen. Was? Hä? Okay, den Job. Ich glaube, du hast das Meme nie wirklich gesehen, oder? Ist wahrscheinlich nicht. Sagen wir einfach mal, was Memes angeht, bin ich da wahrscheinlich der. Ich bin wahrscheinlich der größte Meme-Net-Versteher auf der Welt. TXR, bitte nach diesem Satz das Meme einblenden. Ich muss raus! TXR, ich glaube, das könnte lustig werden, wenn das hier wirklich bergauf geht. Ja, ein bisschen. Ich glaube, das ist auch schon im Open in Ärmer. Warte. We don't do this here. That's the life here. Mir hat nie wer. Miss. Passt. Einmal durch den Tiefschnee durch und dann hat sich das. Bist du so ein Ast, du? Ich. Was für ein Ast? Du bist da so weh. Du bist da so. Nee. By the way, von uns hat. Fürs Protokoll, von uns hat jeder Kommunikationsprobleme. Also, wenn wir uns zwischendurch ein bisschen in die Haare kriegen, liegt es hauptsächlich an unserer Unfähigkeit, zu kommunizieren. Ich dachte, Ting hat Kommunikationsschwierigkeiten. Aber wir sind tatsächlich, glaube ich, schlimmer wie Ting. Na gut, schlimmer sind wir nicht, aber wir sind wir nicht okay. Besser. Ich muss sagen, das bringt jetzt dem Ganzen. Du fährst doch bestimmt im echten Leben auch Züge gegen Bäume, bringt das hier ein ganzes Eislicht in die Sache. So viel zum Thema Züge gegen Bäume setzen. Wie schafft man es immer, wenn der Zug auf die Schiene fährt? Bitte weiter vor den Baum. Aber Sascha, das Terrain hier hinten wird dezent beschissen.
muss man sozusagen. So, erst, ich habe jetzt erst einmal die halbe Brandrodung. Ne, bin effizienter als eine Brandrodung, egal. Ich laufe kurz zum Ding ins Depot. Ja, ich hoffe, weil man ist die Weiche. Wir sind aber schon ziemlich nah dran, muss ich sagen. Ja, aber hier kommen scheiß Hügel, wo ich entweder drumherum oder drüber muss. Drüber wird lustig, also eher nein. Eher drumherum. Ja, oder durch, aber dafür bräuchten wir einen Tunnel. Und das ist, ich weiß nicht, ob man einen Tunnel machen kann. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wobei, es gibt mir die Möglichkeit, Erdarbeiten zu durchzuführen. Ja, hast du schon gecheckt, wie das geht? Ich will es gerade mal ausprobieren. Frage an die Zuschauer. Wenn ihr wisst, wie diese Erdarbeiten funktionieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Zumindest, wenn wir es nicht während der Folge noch rauskriegen. Also ich habe es die letzten zwei auch schon nicht hinbekommen. Das Ding hat dann Ofen, really? Ja. Wenn man hier hinten lang fährt, muss man wirklich vorsichtig lang fahren. So eine enge Kurve? Ich nur eine. Ach du Scheiße. Aber es geht nicht anders. Waren die Züge eigentlich damals immer so klein? Kann man sich da irgendwie hinsetzen? Das ist eine Schmalspurbahn, Motte. Also der Bahndamm geht nur eine gewisse Höhe, ne?
Ja, danach muss man halt eine Brücke setzen, so eine kleine, ist ja auch nicht schlimm. Oder eine Wall. Och, Motte. Mann. Nicht in der Aufnahme. Wird rausgeschnitten. Wir müssen in Teil, wo ich das mit der sag, müssen wir ausschneiden. Und das, wo du dann sagst, war nicht in der Aufnahme, das müssen wir drin lassen. Dann können sich die Zuschauer selber ausmalen, was ich gesagt habe. Ja, Alter, hab ich einen langen Bremsweg mit diesen scheiß Kernen hinten dran. Die ziehen abnormal. Ja, überzogen. Ich will den Anschluss zu bauen. Hm? Ich krieg's nicht hin, hier den Anschluss zu bauen. Es liegt gerade daran, dass du inkompetent bist. Korrekt. Nein, das liegt einfach nur daran, dass die Wellen so schwer sind. Die haben ein Gewicht. Nee, es liegt daran, dass das Terrain hier so scheiße ist. Dass ich einen langen Bremsweg habe? Darum geht's gerade. Ha! Was? Das! Was? Wie? Was? Wie hast du das geschafft? Wollen, wo bist du? Ich stehe in der Lokomotive. Achso, du war bei mir vor nichts. Literally war vor nichts. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Lok hier wieder raus? Weil ich habe wer hat da im Boden gebaut? Dann mach's besser. Da kommen jetzt Hügel, da hätte ich jetzt gesagt, mach du. Ich gleis die Lok an. Immer die Arbeit den anderen überlassen. Ja, ja, du ja. XR hat die ganze Strecke bis zu dieser Stelle gebaut, aber gut. Das ist nicht einmal die Hälfte. Und ich habe drüben schon versucht, den Anschluss zu bauen, also. Ja, jetzt hast du den letzten Wagen im Gleis. Egal. Hau mal bei allen Wegen, wo du die Bremse hast, eine rein, bitte. Du hast schon gedacht, du hast davon Erfahrung in Real Life. Ich weiß nicht, ob ich beim Sascha da wirklich in den Zug steigen würde, so also, was ich da alles mittlerweile mitbekommen. Du kannst nicht mal, Alter. Also solltet ihr irgendwo an etwas breiter gebauten Straßenbahnfahrer sehen, vermeidet Alter, vielleicht die Mitfahrt. Bitte? Ich hab grad die Bremsen reingemacht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, jetzt machst du wieder raus. Das war nur zum Ankuppeln. Sascha, jetzt komm ich auch nicht mit dem Argument, du bist nur die Korn gezogen. Das ist kein Argument für mich. Normal solltest du den letzten Wagen jetzt wieder aufs Gleis ziehen können. Wie schön, der TXR hat da schon Big Business gemacht. Mhm. Was nur teilnimmst. Vielleicht kommt der ganze Scheiß, den ihr nebenher gelabert habt, hab doch gar nicht rein. Aua. Nee, mal schauen, was ich draus mache. Wahrscheinlich mache ich dann zwei Teile. Einmal Zeitreife und einmal das, was ihr macht, weil wir sind schon wieder bei 1:09. Auf, Alter. Aber wir machen die Strecke noch fertig. Anscheinend muss ich den letzten Wagen doch per Hand aufgleisen oder bewegt sich die Lok überhaupt? Nee. Okay, dann setze ich hinten ein Stück Schiene, weil dann dürfte es gehen. Ist auch toll, diese kleine Lok mit den großen Wagen. Klassiker. Ich hänge hier hinten den Wagen ab und du fährst ein Stück vor. Ja. Ich meine, ihr kriegst den Schmoren, du ihn wahrscheinlich eh nicht mehr kriegst. Wir fixen das Ding noch und dann machen wir kurz Cut.
Und so, ja, so wie ich euch kenne, kriegt ihr da hinten eh heute nichts mehr gefixt, weil ihr inkompetent habt. Nix, ja, vorsetzen. Und stopp. Passt schon. Digga, was hab ich denn für einen Bremsweg? Ja, hab ich doch gerade voll gesagt, Alter. Brauchst du Bremse rein? Na, ich brauch keine Bremse, ich lass den Wagen einfach draufrollen. Bremse! Der Wagen ist wieder angekuppelt und damit beenden wir die Folge. Alles klar, bis zum... Warte, kommst du nochmal rüber, oder? Nee, lass. Wir beenden mal die Folge noch nicht da, ich will es fertig machen. Warte, nächste Folge. Bitch. Es wird, das haben wir noch gar nicht gesagt, Folge es wird dran. Keine nächste Folge geben, ihr dürft sehen, keine großartigen Hoffnungen machen. Warte, ich schmeiß dich gleich aus, Alter. Warum denn? Solche Witze sollte man nie innerhalb von Folgen haben. XR, das können wir leider nicht rauscutten, aber irgendwo war es schon lustig. Also, und das damit, können wir sehr wohl rauscutten, nur... Und genau damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Ich baue da jetzt strikt weiter, ob ihr es wollt oder nicht.